Ich grüße euch, Leute. Servus. Freut mich, dass ihr wieder mit dabei seid hier in Mario Kart 8 und auch sonst. Also, willkommen. Ja, Leute, in letzter Zeit war es ja etwas ruhiger auf meinem Kanal. Das hat mehrere Gründe. Ich erläutere das kurz gleich schon mal am Anfang. Es kamen in letzter Zeit so viele Spiele raus, die ich zocken will, die ich gerade am Zocken bin, und auch noch ältere Spiele, die ich gerade am Zocken bin, und da habe ich halt keine Lust zum Videos machen, okay? Ihr wisst es ja, ich mache YouTube freiwillig, ich mache es aus Spaß, und wenn ich halt keine Lust auf ein Video hab, dann ja, dann mache ich halt keins. So ist das. Jetzt habe ich aber gerade Lust, also kommt, mache ich gerade ein Video. Einleuchtend, nicht wahr? Ich bin auch nur ein ganz normaler Mensch oder irgendwas oder irgend so eine Kreatur. Und kein größten wahnsinniges Arschloch, sondern nur ein Arschloch. So, und zum einen, hatte ich auch etwas weniger Zeit. So, wartet mal, welche Ausreden kann ich noch nehmen? Mein Laptop war kaputt. Nee, die Ausrede hatte ich schon mal. Was ist es diesmal? Sagen wir jetzt einfach mal, ich habe einen neuen Fernseher. Und da funktionierte der Grabber nicht optimal. Ich hörte da nämlich gar keinen Spielsound zu hören. Oder halt zum Beispiel im letzten Splatoon-Part, den ich veröffentlicht hatte, den ich gemacht hatte, da hatte ich dieses Problem. Habt ihr vielleicht mitgekriegt, falls ihr den Part geschaut habt. Irgendwie war da alles noch seltsam. Der Grabber musste dann irgendwie optimieren und bla bla bla. Und jetzt geht's aber, jetzt höre ich den Spielsound und ja, die technische Scheiße hier. Ich gehe euch nicht länger damit auf den Keks. Mario Kart, wir fahren Mario Kart hier auf der Regenbogenwelt Boulevard mit Baby Rosalina. Yeah. So, ihr habt's mitgekriegt, oder? Und ich bin Erster, yeah. Ja, Leute, wie geht's euch? Ich hoffe, euch geht's gut. Viel zu zocken haben wir ja. Es sind echt viele Spiele rausgekommen. Bis deppert. Dragon Ball Xenoverse 2 habe ich mir gekauft. Ich habe mir sogar Pokémon Tekken Deluxe gekauft, obwohl ich schon die Wii U-Version hatte. Ja, guck mal, was für ein Spinner ich bin. SteamWorld Dig 2 ist rausgekommen, also auch im eShop einiges rausgekommen. Und jetzt auch Stardew Valley auch rausgekommen. Und man kann sich vor geilen Titeln gar nicht mehr retten. Metroid für ein 3DS ist rausgekommen. Spiele ich derzeit und natürlich auch Breath of the Wild immer weiterhin zocken. Also, es wird einfach nicht langweilig. Ich habe es ja schon so oft gesagt und ich genieße einfach die Zeit beim Zocken. Ich würde euch dasselbe raten. Nehmt euch einfach euren 3DS, nehmt euch eure Switch, nehmt euch eure Wii U. Wii U, was ist das? Oder irgendeine andere Konsole. Und zockt einfach irgendwas. Habt Fun mit diesem Medium und auch wenn draußen die Sonne scheint und wenn die Sonne lacht und all eure besten Freunde draußen mit dem Ball sind, sagt zu ihnen, nein, ich zocke gerade 10 Stunden und ich komme nicht zu dir raus, du Arschloch, und ich fresse Chips mit Nutella. Also. Ja, okay. Ich bin ein sehr gutes Vorbild, oder? Ne. Macht einfach das, worauf ihr Lust habt. Habt Fun in eurem Leben und ach, jetzt bin ich ein Moralapostel auch noch. Komm, macht einfach, was ihr wollt. Raubt eine Bank aus. Mir doch wurscht. Aber ich bekomme 50%. Yeah. Oh, wir sind im Winter hier. Animal Crossing, der Winternaht. Game of Thrones, yeah. Ja, komm. Sehr strukturiert das Video heute. Ja, Leute, und wir sind im Oktober. Es kommen ja laufend neue Games raus. Jetzt ja in circa 2 Wochen kommt Fire Emblem Warriors für New 3DS und Switch raus. Pflichttitel für mich. Ich mochte Hyrule Warriors. Und dann eine Woche später kommt Mario Odyssey raus. Also in circa 3 Wochen. Weniger als 3 Wochen. Super Mario Odyssey, der nächste Kracher, erscheint.
Alter, könnt ihr das fassen? Ja, ey. Alter, Mario Odyssey. Das Spiel wird abgehen wie eine Rakete, ich sag's euch. So gut wie das aussieht. Ja, komm, die Frucht hätte ich jetzt eigentlich mitnehmen können. Ist ja wurscht. Mario Odyssey und dann auch im November wird's nicht langweilig. Kommt ja Skyrim raus. Und Resident Evil Revelations 1 und 2 und Rocket League kommt dann auch irgendwann mal. Und noch ganz viele weitere Titel, die ich jetzt gar nicht auf dem Schirm habe. Yooka-Laylee kommt irgendwann. Und dann 1. Dezember schon Xenoblade Chronicles 2. Also Leute, dieses Jahr was... Dieses Jahr haben wir so viel zu zocken, wir Nintendo-Fans. Das ist der absolute Wahnsinn. Und natürlich auch die Evergreens, Mario Kart und Splatoon und wie sie alle heißen. Ganz große Klasse. Und natürlich Mario Rabbids Kingdom Battle, habe ich vorhin vergessen zu erwähnen. Zocke ich auch sehr intensiv. Immer noch geiles Spiel, ich liebe es. Ich genieße es und ich freue mich auf den DLC. So viele geile Switch-Games gibt's. Nur um es nochmal zu erwähnen. Und natürlich auch der 3DS. Da sind jetzt auch die Pokémon-Edition rausgekommen. Pokémon Gold, Silber, Virtual Console. Ich spiele immer noch Pokémon Rot auf der Virtual Console. Hab mir aber schon beide Box-Versionen von Gold und Silber gekauft. Sammlerzweck und so. Und natürlich spiele ich sie auch irgendwann mal. Und dann auch noch im November Pokémon Ultrasonne und Ultramond. Und jetzt ist auch Lady Layton erschienen. Das sei allerdings nicht so der Hit. Naja, mal schauen. Monster Hunter Stories ist erschienen. Ach, und ganz viel anderes Zeug. Also! Und natürlich auch für die anderen Konsolen erscheint ganz viel cooler Shit. Assassin's Creed und Far Cry und... Ahead in Time ist jetzt rausgekommen. Sehr zu empfehlen. Ich hoffe, es kommt eine Switch-Version. Ja, wie immer. Ja, das neue Far Cry, neue Assassin's Creed und da kommt auch noch Red Dead Redemption 2 und das ganze andere Zeug. FIFA ist jetzt auch rausgekommen, sogar für die Switch. Habe ich mir aber noch nicht gekauft. Vielleicht kaufe ich das noch. Konnte es bisher in noch keinem Laden gefunden. Gefunden. Ja, sehr deutschhaft. Ist ja wurscht. Ja. Übrigens begrüße ich alle neue Abonnenten. Alle neuen Abonnenten, ja, hätte ich vielleicht am Anfang des Videos sagen sollen. Ich habe das ja wohl mitgekriegt. Obwohl ich keine Videos zu dieser Zeit produziert habe, weil gerade irgendwie Pause war, habe ich schon ein paar Abonnenten dazu gekriegt. Freut mich natürlich. Willkommen. Hoffentlich werdet ihr nicht gleich doof wie ich, wenn ihr meine Videos verfolgt. Und wenn doch, ja, kann ich auch nichts dafür. Oder doch kann ich, aber ist ja wurscht. Ihr seht, ziemlich, es läuft, das Ganze läuft. Nintendo Direct war dazwischen auch noch. Ich werde mit dem Reden nicht mehr fertig, Leute. So, heute machen wir eine Challenge, die wurde mir gerade beim Splatoon-Video letztens in die Kommentare geschrieben. Danke dafür, die machen wir ab dem nächsten Rennen und zwar muss ich in jedes Hindernis reinfahren. Und das machen wir hier im Online-Modus. Komm, nämlich gegen Computergegner. Ist es ja irgendwie langweilig. Oder, ja, nicht langweilig, aber online ist es sicher noch lustiger. Dann decken sie... Ja. Moment. Ich hol weiter aus. Ich muss in jede Bananenschale oder so reinfahren, die ich sehe. Und dann mal schauen, was es noch für Hindernisse gibt pro Strecke. Da müssen wir mal schauen. Darf ich Items abwehren? Ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Ja, Items darf ich schon abwehren, komm. Ich bin im Online-Modus. Die Leute hier sind hoffentlich schon etwas anspruchsvoller. Und ich will ja hier meine Baby-Rosalina nicht in Gefahr bringen. In unnötige Gefahr. Ja, und dann denken sich die anderen Online-Raser bestimmt, warum fährt der Trottel in jede Bananenschale rein? Naja. Dann
einfach mal spontan hier entscheiden. So, Stachypanzer kommt sehr gut. Wir schauen einfach, was für Situationen sich ergeben. Wird bestimmt witzig. Hättest die Wunder... Okay, jetzt hat das doch eingesetzt. Gut. Ja, auch Splatoon 2 hat jetzt auch, zwei neue Maps, und zwar die Tümmlerkuppel und jetzt so eine Brücke. Kommt auch ständig neuer Inhalt und auch Arms, neuer Charakter, Lola Pop. Und ja, wer weiß, vielleicht wird er bald noch im Dezember bei einer Direct oder so ein Smash-Port oder so angekündigt, dann bin ich glücklich. Ja, die Switch wird jetzt eben abgehen wie eine Bombe, jetzt wo dann bald Odyssey rauskommt. Ich habe schon so oft gesagt, die Switch hat so viele geile Spiele und dann noch so viele geile kommen. Es ist der absolute Power-Maschine unterwegs, spielen daheim, spielen wo man will. So viele geile Games, jetzt auch Doom und Wolfenstein 2 auch für die Switch. Mein lieber Scholli, ey. Ich kann es immer noch nicht fassen. Und ja, jetzt... Und dann nächstes Jahr Pokémon. Also Leute, dieses Jahr wird sich das Ding ja schon verkaufen. Mario Odyssey, Zelda und alles andere halt. Zum Black Friday und natürlich Weihnachten. Und dann auch nächstes Jahr dann, wenn Pokémon kommt. Und auch die anderen ganz vielen unangekündigten Titel. Ich bin guter Dinge mit der Switch. Und ich freue mich, dass die Benutzerzahl der Switch jeden Tag steigt. Ich glaube, wir sind bei 5 Millionen. Mehr als 5 Millionen Switch-Besitzer gibt's. Wie lange ist... Was haben wir jetzt? Oktober. Im März ist sie rausgekommen. Das heißt, ungefähr ein halbes Jahr, ein bisschen mehr als ein halbes Jahr, ist die Switch draußen. Und kann sich sehen lassen. Kann sich sehen lassen, Leute. Und man muss dazu sagen, die Switch ist ja... das ist ein Hindernis, oder? DK! Die Switch ist ja nicht zu Weihnachten oder zu einer besonderen Zeit rausgekommen. Okay, jetzt muss ich gegen den Tiki fahren, oder reicht einer? Ei. Oh Gott. Oh, den konnte ich nicht erwischen. Naja, kann ich nichts dafür. So, das sind Frösche, oder? Au. Oh. Ja, wenn ich irgendwas... Jetzt ist natürlich der 200er Modus drin. Ist natürlich schwerer, die Hindernisse hier in die reinzufahren. Gibt es das als Hindernis? Wenn ja, dann... Oh! Komm, Item, Item, Item! Ja, im 200er Modus ist das natürlich jetzt etwas... Oh! Danke, Stachy. Oh, hoppla. Lol. Ist das jetzt natürlich etwas suboptimal, diese Challenge, aber ist ja wurscht. Froschi, ich will dich haben. Oh, jetzt springt er direkt von mir weg, aber der... Au, oh, konnte ihn nicht erwischen. So. Auch Pokémon Tekken scheint sich übrigens relativ gut für auf der Switch zu verkaufen. Und das, obwohl es ein Port von einem Wii U-Spiel ist, das jetzt noch nicht mal... sonderlich beliebt war. Ich glaube, ungefähr 1 Million Mal konnte es sich auf der Wii U verkaufen. Klar, klar ist das ziemlicher Erfolg. Aber für die Marke Pokémon, da wäre mehr drin gewesen. Natürlich, die Wii U war jetzt nicht so weit verbreitet. Und das heißt, ich hoffe, viele Leute, die keine Wii U hatten, probieren Pokémon Tekken aus. Für die Switch ist ja doch ein echt cooles Kampfspiel. Das für Pokémon-Fans ein Must-Have ist. Zumindest wenn sie es nicht auf der Wii U schon hatten. Eine Demo gibt es übrigens im eShop. Kann man das Ganze ausprobieren. Hat doch genug Tiefgang, das Gameplay. Finde ich zumindest. Gott, ja, was geht? Wenn man so auf Kampfspiele steht, auf der Switch ist man da eh auf der richtigen Adresse. Denn, ja,
Street Fighter Fans sind bedient, Pokémon Tekken gibt's, ARMS gibt's. Ja, kommen bestimmt noch viele weitere dazu. Ich warte immer noch auf Smash, ich sag's nochmal. Ja, und jetzt auch Rollenspiele kommen dann auch. Gibt's auch Xenoblade und jetzt auch das Project Octopath Traveler. Gibt's eine Demo im eShop. Leute, probiert diese blöde Demo aus. Ihr werdet überrascht sein, wie geil das ist. So ein pixelartiges RPG von Square Enix, exklusiv für die Switch. Probiert die Demo aus, Mann. Also ich war echt überrascht. Muss ich echt sagen. Freue mich drauf. Richtiger Geheimtipp. So, wie sehen denn hier die Hindernisse aus? Muss ich jetzt einfach da und in den Abgrund fahren? Nee. Abgrund ist kein Hindernis. Aber die Kettenwuffis. Ich versuche sie zu erwischen. Okay. Aber auch auf dieser Strecke ist das eher schlecht. Dieser Challenge. Muss ich schon sagen. So. Ich versuche natürlich trotzdem, trotz dieser Challenge, möglichst weit vorne zu landen. Am besten natürlich Erster. Und hier auf dieser Strecke gibt es nicht so viele Hindernisse. Vielleicht gelingt es mir. Au. Oh, oh. Das dürfen wir schief. Aber ne, hat geklappt. Okay, Kettenwuffi. Ja, komm. Zerdrück mich. Wo bist du? Ich hab's versucht, Leute. Ich hab's versucht. Ich habe mir Mühe gegeben. Man wollte mich nicht zerdrücken. Das war ein braver Hund. Daniel spielt Splatoon. So, komm, zerdrück mich! Ah, oh Mann! Wieso zerdrücken sie mich nicht da? Huff, huff, piep, 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 piep. Ah, jetzt aber braver Hund. Gut. Ja, klar. Ja, klar, Arschloch. Was ist denn hier? Natürlich hat er auch einen Stern. Es kommen aber keine Hindernisse mehr, oder? Nein! Ja, das größte Hindernis bin immer noch ich selbst. Mit meiner Dummheit. Zuerst Stern einsetzen, dann Kugelwille. Sehr, sehr effektiv. So. Ey, schupf mich nicht! Oh. Mann, ich hab doch auch einen Stern eingesetzt! Ah, nicht du! Nein, nicht du! Das ist Mario Kart, Freunde. Das ist fucking Mario Kart. Das Ergebnis steht fest. Toll. Hat ja super geklappt. Freut mich. Nicht. Na gut, weiter geht's. Komm, wo sind wenig Hindernisse? Komm, eine Strecke mit wenig Hindernissen. Mal schauen. Bowsers Festung, das ist natürlich dann schon eine brutale Herausforderung. Da gibt es ja den riesigen Bowser, überall flammen sollen. Dieser Morgenstern oder was das ist, dieser Abrissbirne Dingens. Hier. Sieht's gut aus. Hier gibt es diese Fledermäuse, diese Karren gibt's, aber die sind ja keine Hindernisse, die beschleunigen einen ja nur. In Mario Kart Wii waren es Hindernisse. Ich glaube, es sieht gut aus hier auf dieser Strecke. Ja, natürlich Bananenschalen und so. Da muss ich reinfahren, aber so von der Strecke, so Hazard-Dinger gibt's nicht. Soweit ich jetzt das im Kopf habe. Freut mich. Dann schaue ich zu, dass ich gleich mal hier die Führung übernehme. Denn dann ist die Wahrscheinlichkeit niedriger, dass vor mir Bananenschalen sind, in die ich reinfahren muss. Ja, schon etwas mitdenken. So, jetzt habe ich natürlich keine Fledermäuse erwischt. Tut mir leid. Aber die sind ja getimed hier. Die sind ja nicht. Arschloch. Die sind ja nicht ständig da. Die muss man abpassen. So, Pilzis. Münzen her.
sieht gut aus. Leute, langweilig. Ich habe da keine Bananen gelegt. Okay, da war noch kein Item-Ding da. Gut. Keine Banane weit und breit. Pilzi. Ah, mein Munzi. Ja komm, wieso erwische ich die Dinger nicht, wenn ich sie erwischen will? Ein leichtes Spiel für mich. So. Bam. Das gilt auch als Hindernis. Also, lacht mich nicht aus. Ich halte nur meine Challenge ein. So. Mensch, Wario, du. Dünnsack, du. Fettsack, darfst du ja heutzutage nicht mehr sagen. Komm jetzt, du blödes Vieh! Okay, jetzt bekomme ich auch noch Ärger mit der Peter. Ich darf nun heute gar nichts mehr sagen. Achso, komm, zwei. Ja, komm, du Scheiß, ihr Scheißloren, ey! Oh, jetzt habe ich die Bombe nicht mehr erwischen können. Aber die mit dem Panzer zu gehen. Komm, ramm mich noch mit dem Stern. Komm, ich hab's verdient. Nicht. Soll ich mich jetzt freuen oder wie? Oh, das war doch ein phänomenaler Stunt hier ins Ziel. Sehr gut. Ja. Nettes Rennen. Die Strecke gab jetzt, wie gesagt, nicht viele Hindernisse her. Aber hab's Beste aus der Situation gemacht. Leider die Fledermäuse nicht erwischt, aber trotzdem habe ich mein Bestes gegeben. Instrumental bist du auch. Ach. Komm, ich lasse es dem Zufall über. So, mal schauen hier. Spiegel, oh Gott. Regenbogenboulevard, was gibt's denn da? Da gibt's gar nichts, oder? Warte mal, lass mir mal überlegen. Da gibt's überhaupt nichts von der Stage, von der Strecke her. Ja, ich kann in den falschen Beschleunigungsstreifen fahren, aber es gilt das als Hindernis. Ja, ich mach's einfach mal. So. Habe ich ja Pilze, also ich muss es trotzdem machen, guck. Aber jetzt kann ich Pilze verwenden, so. Hab das Hindernis ja bewältigt. Au. Genau, und ab sofort darf ich Items, gegnerische Items auch nicht mehr abwehren. Außer ich habe gerade einen Stern, dann kann ich es ja nicht verhindern. Das ist abgewehrt, denn aber wissentlich darf ich es nicht abwehren. Gut. Dann weg damit. Blitzi. So. Da lang göppeln. Komm, triff mich! Immer wenn du ein bisschen Action willst. Boah, was war denn das jetzt für ein waghalsiger Stunt hier? Oder Aktion. Waghalsige Aktion. Komm, triff mich! Ja, schieß! Schieß! Ich sagte doch, schieß, selbst schuld. Hättest mich erwischen können. Oh. Ich hab Glück. Der vor mir nicht. Ich nehme das. So. Welches ist das Falsche, das hier? Fahren wir da lang. Jetzt nehmen wir mal den Weg.
alles gespiegelt, da muss man neu denken, okay, die kann hier nicht ausweichen im Stachel. Wo ist er denn? Ja, tut's nicht ab. Das ist so schön. Komm. Ja! Komm, da hast du es nicht runterfallen müssen. Ist klar. Willst du noch einsetzen, so? Komm schon. Yes, nur vierter. Ganz, ganz niedlich, der vierte Platz eigentlich. 12 Punktlein hier. So, passt schon. Passt mir. Das passt. Komm, jetzt noch eine actiongeladene Strecke hier. Was ist hier? Nee, Goldmine bitte nicht nochmal. Ich nehme den Zufall. Delfin-Lagune, da gibt's auch nichts. Das ist auch eher schlecht. Also bei Animal Crossing ist spannender. Da gibt's Resetti und Resetti. Ah ja, und Resetti. Oh Mann, Delfin-Lagune, verdammt. 150er. Immerhin ist die Musik cool. Muss man schon mal sagen. So. Oh, da wäre eine Bananenschale gewesen. Gut, ich merke es mir für die nächste Runde. Komm, wirf die Banane. Bitte. Ryuchi, oder wie du heißt. Banane, ich will da reinfahren. Leg sie. Leg sie. Bitte. Oh, da vorne. Das ist mein Moment. Bam. Okay. Platz hier, gib mir auch noch so eine Feuerkugel ab. So, jetzt nehme ich mal hier den mittleren Weg. Vorhin bist du mehr links gefahren. Ein bisschen Abwechslung muss sein. Und der große Aal hier. So, warte mal, wo ist die Banane jetzt? Da. Mein Moment. Hey! Die ist verpufft, habt ihr das gesehen? Oder ist da mein Panzer reingegangen? Oh, da. Nein! Nein! Mein Gott, ich wollte reinfahren. Der Boost von meinem Drift hat mich weggelenkt. Komm, triff mich. Danke. Gut. So. Und jetzt fahren wir da. Ich fahre ja meistens immer den ganz rechten Weg, aber jetzt fahre ich mal da. So. Hey, lass uns mal schauen, wie es da unten aussieht. Das werden die wenigsten ausprobiert haben. Oh, danke. Oh, noch. Danke Gott. Hey, es hat's nicht gewirkt. Verarsche. Wo ist sie? Komm, lass mich treffen. Oh. Hoppla, Entschuldigung. Wäre jetzt schön gewesen, wenn ich den Wario hier noch überholt hätte. Das hätte ihn richtig geärgert. 3. Ja, passt schon. Immerhin keine Minuspunkte. Das ist auch viel wert. So, ein Rennen machen wir noch, Leute. Dann ist Schluss für heute. Hm, wo gibt's viel? Ich nehme mal das. Wir sind gespannt. Ja, Leute, fühlt euch frei, mir weitere Challenges zu schicken. Ich mache das ja immer gerne. Wenn es Sinn ergibt, wenn es lustig klingt oder einfach nur verrückt und machbar ist, dann will ich das gerne ausprobieren.
So hält sich dieses Projekt frisch und macht immer wieder Spaß und hat immer so ein bisschen Twist. Also seid ruhig kreativ. Denkt euch was aus, was wir noch nicht hatten. In die Kommentare damit und vielleicht mache ich das dann ja auch. So, Cheep Cheep Strand. Danke. Guck mal da hinten. Ist euch diese Insel mal aufgefallen? Mir nicht. Den einsamen Stuhl. Okay, hallo. Oh, da bin ich noch nie lang gefahren, merke ich gerade. Schau mal, wie coole Krebse es da gibt. Und hier noch Schanzen. Das ist mir echt noch nie aufgefallen. So, hier gibt es natürlich viele Krebse, Krabben. Bäm! Komm noch mal. Bäm! Also echt mal hier ein bisschen abseits der Strecke schauen. Das ist nicht schlecht. So, jetzt versuche ich hier wieder aufzuholen. Ja, hier gibt es viele Sachen, die ich reinfahren muss. Also ist ja hier... Es ist hier schon schwieriger, etwas anderes als... Oh, Chip Chip! Als letzter zu werden. Ui! Und da nochmal. Ui, und wo ist der Nächste? Okay. Ja, ich setze den Stern noch nicht ein, da davon ja nochmal Krabben kommen und sonst zerschellen die einfach. Ja, jetzt könnte man natürlich sagen, ein Baum ist auch ein Hindernis. Aber nee, ein Baum ist ein Baum. Ihr Naturvernichter, betrachtet Bäume als Hindernis. Genau wegen solchen Schweinen wie euch werden die alle Bäume niedergerodet und... ja. Die Natur kaputt gemacht halt. Schämt euch. Chip Chip, zerdrück mich. Er will nicht. Komm, ich setze den Stern jetzt ein, bevor meine Krabbenfreunde kommen. Komm, hör auf, Sterni. Aua. Ui, gut getroffen. Arme Baby Rosalina hier. Oh, da war... Nein. Ach, noch erwischt. Wenigstens ein. Wo ich die Baby Rosalina überall hinlotse. Das ist ja voll brutal. Na, letzter Platz. Ich hab's verdient, oder? Aber ich hab immerhin die Challenge eingehalten. Leute, ich hoffe, euch hat dieses Video Spaß gemacht. Ja, toll. Unter 3,6, ey. Hoffentlich hat's euch gefallen. Mir hat's Spaß gemacht. Könnt ruhig einen Kommentar schreiben oder so, wie es euch gefallen hat oder irgendwas anderes oder eine Beleidigung oder so. Und dann sehen wir uns ja vielleicht in einem anderen Video von mir. Danke fürs Zuschauen, viel Spaß beim Zocken und ja, happy gaming.